Wir starten hier im Juli 2022. Niklas Süle ist hier beim BVB, Tolisso nicht mehr beim FC Bayern und vor allem gibt es einige große Verträge, die hier in einem Jahr auslaufen. Wir gehen auch direkt in den ersten rein. Ich versuche das Ganze. Ganz, ganz wichtig, ich versuche das Ganze. Deswegen seid da nicht getriggert, falls eine Sache vielleicht mal nicht zu 100% passt. Aber ich versuche das Ganze so realistisch wie möglich in dieser Bayern-Karriere jetzt hier für 3 Jahre zu halten. Also keine Transfers von 100 Millionen. Und ich glaube, oder ich finde, realistisch ist schon, dass Manuel Neuer jetzt hier seinen Vertrag noch verlängert. Das macht er auch hier in der Karriere. Und das gleiche sehe ich auch hier bei Thomas Müller. Lewandowski und Gnabry, da wird schon ein bisschen schwieriger. Und auch bei Lewandowski sehe ich das genauso. Ich glaube, der bleibt beim FC Bayern München, verlängert nochmal seinen Vertrag. Ich glaube auch, dass keiner von den beiden oder von den drei hier jetzt hier direkt nach einer Saison dann auch die Karriere beendet. Jetzt haben wir aber schon die erste richtig knifflige Entscheidung hier zu treffen. Und ich glaube, hier werden wir das auch mal so ein bisschen realitätsgetreu machen, wenn Gnabry viel zu viel hier verlangt. Also 165, ich glaube, das ist so das, was wir verlangen könnten, beziehungsweise geben könnten. Also er kann auch nicht hier zum Top-Verdiener der Mannschaft werden. Ich habe eben auch noch mal ein paar Artikel durchgelesen, da wird es auch nicht so ganz klar. Ich habe eher mal gedacht, es geht in Richtung Wechsel. Aber wir gucken einfach mal, was hier die Vertragsverhandlungen jetzt sagen. Und er nimmt es an, 155.000. Deswegen würde ich sagen, in dem Falle lassen wir ihn dann auch hier beim FC Bayern. Man muss auch sagen, wenn man das jetzt hier so sieht, dann ist es extrem viel natürlich. Aber einen 86er, den könnten wir hier in der Karriere auch einfach nicht ersetzen. Neuer einfach nicht mehr bei der Nationalmannschaft am Start. Weiß nicht, ob das jetzt hier gerade so realistisch ist. Okay, Ajax will jetzt hier einfach mal Sabitzer haben. Ich glaube, das wollen die aber in Realität nicht unbedingt haben. Deswegen werden wir das jetzt hier ablehnen. In der normalen Karriere hätten wir das locker angenommen. Aber Gravenberg hier auf Transfermarkt 53%. Also da könnte schon was dran sein. Wir wollen aber natürlich auch nicht viel zu viel bieten. 12 Monate noch Vertrag. Ich denke mal 40 Millionen ist eine gute Summe. Und bei so krassen Talenten ist es ja immer so ein bisschen, dass die eine Freigabesumme wollen. Ich würde sagen, hier geben wir einfach mal eine Freigabesumme von 105 Millionen. Aber die wollen nur 86. Ein bisschen hochdrücken müssen wir das schon eigentlich. Weil 86 können wir in dem Fall einfach nicht annehmen. Das wäre ein bisschen zu wenig. Vertrag geben wir natürlich ein bisschen mehr. Damit machen wir hier auch direkt den ersten Transfer fertig. Momentan ein sehr heißes Gerücht. Deswegen halte ich das für realistisch. Gleich machen wir natürlich die nächsten Transfers. Lasst davon auch gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr dieses Support hier formaten wollt. Ne, andersrum. Falls ihr dieses Format hier supporten wollt, in der letzten Folge mit Dortmund hier fast die 1500 Daumen nach oben geknackt. Lasst uns das diesmal in dieser Folge knacken. Ich habe jetzt auch mal Bayern genommen. Ich habe mich jetzt nicht an die Teams wie Schalke und Werder herangetraut. Das macht man vielleicht auch eher, nachdem der Aufstieg geklärt ist bei beiden Mannschaften. Also, falls ihr das Ganze hier nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal auf dem Weg und den 100.000. Ist kostenlos. Ihr verpasst keine Videos mehr, könnt ihr jederzeit zurücknehmen. Und wir wollen natürlich direkt hier weitermachen. Ein weiteres Transferangebot, was ich momentan hier sehe, ist für Bonasosa 78er Gesamtstärke für die linke Verteidigung. Ich glaube, jetzt sammeln wir auch einfach mal so ein bisschen Spieler. Logischerweise so ein bisschen für die Backup-Positionen natürlich nochmal hier ein Backup-Keeper und hier nochmal ein Rechtsverteidiger. Das wäre dann aber in dem Falle auch nur ein Backup. Und da müssen wir auf das Datum schauen. Vielleicht sind manche Deals dann auch schon fertig oder abgelehnt. Wir sehen aber hier, dass Ginter nicht ablösefrei zu Bayern wechselt, sondern zu Lazio Rom. Wenn er jetzt hier noch ein freier Spieler gewesen wäre, dann hätten wir das Ganze machen können. In dem Falle nicht mehr. Bei Deaths stehen hier einfach mal 39%. Das ist natürlich viel höher als die 23% momentan bei Frimpong. Aber ich glaube nicht, dass Bayern 46 Milliarden, Milliarden wahrscheinlich, genau. Ich glaube eher 46 Millionen ist so das Thema, aber auch das ist viel zu viel. Jetzt haben wir kurz so ein bisschen in die Käufe reingeguckt, aber auch da eher so auf die Auswechselbank geschaut. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist eigentlich mit Verkäufen. Ich glaube, von den Top-Leuten werden wir hier keinen verkaufen. Wie gesagt, wir können dann ja auch nicht mehr richtig nachlegen und wir wollen natürlich trotzdem hier Titel gewinnen. Ich glaube, rechtsverteidigermäßig Pavard zu verkaufen macht nicht so wirklich Sinn, denn da gibt es einfach keine Alternativen, die wir uns hier ja auf realistischer Basis kaufen könnten. Masraoui, der wird auch sehr wahrscheinlich zu Barca gehen. Ich glaube aber hier auf dieser Position, also auf der Rechtsverteidiger, auf der Backup-Situation hier, da wollen wir was machen. Hier kommt ein Verkauf vielleicht noch zu früh, aber auch Marc Rocca werde ich hier mal auf die Transferliste setzen. Saar kriegt zwar kein Angebot von Marseille, aber von PSV Eindhoven. Und das werden wir auch hier annehmen. Und interessantes Angebot hier für Pavard, aber wir müssen da vielleicht ein bisschen mehr verlangen. Denn wenn man da natürlich ordentlich einnimmt, dann könnte man sich theoretisch auch einen noch besseren Rechtsverteidiger sich holen, auch wenn es da momentan kein Gerücht gibt. Und hier gibt es eine Wechselwahrscheinlichkeit von 49%. Es ist sogar der gleiche Club, nicht das gleiche Logo. Ihr wisst es ja Bescheid, dass bei AS Rom das Logo nicht richtig ist. Aber ja, das passt hier momentan einfach viel zu perfekt. Deswegen werde ich das natürlich annehmen. Bonasar übrigens hier nicht verkauft.
verkauft worden. Rocker ist jetzt aber erst der erste Verkauf hier jetzt so richtig. Neuer kriegt ein Angebot. Okay, da muss man erstmal ein bisschen überlegen, was man dazu sagen soll. Von Espanyol Barcelona. Keine Ahnung, was das soll. Wir lehnen erstmal alle Angebote ab, damit sowas nicht mehr wieder reinkommt. Und auch ein Knallerangebot für Kimmich kommt hier rein. 142 Millionen, aber das werden wir ablehnen. Okay, und jetzt kommt hier ein Angebot für Lucas Hernandez. Ich glaube, der hat sogar eine Freigabesumme von 81 Millionen oder sowas in die Richtung. Kein Plan, warum Juve die nicht zieht. Und wie immer bei diesem Format natürlich extrem schwierig zu entscheiden. 50% würden jetzt natürlich sagen, ja, verkauf den direkt. Die anderen 50% sagen, wie kannst du jetzt einen 86er hier verkaufen? Und ich bin momentan auf der Seite derjenigen, die sagen, jo, einen 86er verkaufen wäre vielleicht nicht so gut. Vor allem, weil wir momentan auch gar keine Alternativen haben. Also wäre auch unrealistisch, wenn wir in dieser Situation dann noch einen Innenverteidiger verkaufen würden. Aber gut, wenn sie 111 Millionen bieten, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Okay, und wenn man jetzt hier 42 Millionen bekommt von Atletico Madrid, ja, dann tut mir leid. Ich will jetzt hier keinen Komplettumbruch in der Abwehr machen, aber das müssen wir dann natürlich ablehnen. Ja, also annehmen, meine ich natürlich. Wir sehen, Pavard und auch Saar sind verkauft und auch Arp werden wir jetzt hier verkaufen. Wo geht der denn jetzt bitte hin? Keine Ahnung, aber ich glaube unrealistisch, dass der hier bei Bayern bleibt. Okay, und Juve nimmt das Ganze hier nicht an, beziehungsweise bietet 111 Millionen. Trotzdem wollen wir auf der Innenverteidigerposition noch einiges machen und natürlich vor allem jetzt auf der Rechtsverteidigerposition. Da wollen wir einen neuen Stammspieler haben und da hatten wir ja auch schon hier einen auf der Liste. Macht natürlich erstmal keinen Sinn, jetzt hier für einen zu bieten, der ein bisschen weniger Gesamtstärke hat normalerweise. Aber wir wissen ja, dass der sich auch besser entwickeln wird. Am Ende können wir uns hier auf 37,5 Millionen einigen. Aber vielleicht gibt es da noch eine Alternative. Obwohl, nee, das hat sich hier auch erledigt. Und natürlich ganz, ganz klare Sache, wir verbessern die rechte Seite damit jetzt nicht. Es bleibt immer noch der Schwachpunkt jetzt hier von Gesamtstärken her in der Mannschaft. Aber alle anderen Optionen sind einfach, ja, zu unrealistisch, beziehungsweise auch viel zu teuer. Wir können jetzt hier keinen Alexander-Arnold holen. Wir können auch keinen Reece James hier holen. Masraoui geht auch nicht. Ich glaube, mit einem 85er-Potenzial sind wir hier auch noch gut weggekommen. Und ich habe für die Innenverteidigerposition jetzt mal eine bisschen größere Liste hier angefertigt, damit wir das hier mal gemeinsam so ein bisschen durchgehen können. Ginter, wie gesagt, fällt weg. Schlotterbeck haben wir auch schon in der Folge mit Dortmund gemacht, deswegen wäre das jetzt auch ein bisschen uncool. Christensen geht sehr wahrscheinlich zu Barcelona, deswegen nehmen wir das hier auch mal raus. Rüdiger ist wahrscheinlich zu teuer und hier ist er auch kein ablösefreier Spieler. Genauso wie De Ligt ist, glaube ich, einfach viel zu teuer jetzt hier in dieser Karriere zu holen, deswegen nehmen wir auch beide runter. Bremer ist jetzt hier gerade gewechselt, aber gut, das kann uns jetzt nicht bei jedem Spieler hier aufhalten. De Frey als 30-Jährigen, ja, ist auch schon gewechselt, muss ich auch sagen, fühle ich jetzt nicht so. Wir werden es auch, so, ganz langsam, wir werden uns auch für zwei Spieler hier entscheiden müssen und ich glaube, ein Spieler wird davon Klostermann sein, kann auch noch Rechtsverteidiger spielen. Wenn man dann theoretisch mit einer Dreierkette noch spielen würde, würde das auch noch gut hier reinpassen. Wie gesagt, wir können nicht bei jedem Ding das 100% Richtige machen, aber dass Bayern jetzt hier in Vergangenheit Leipzig-Spieler geholt hat, war jetzt nicht besonders selten, muss man sagen. So, Leipzig will Sabitzer zurück und ich meine, wir müssen das hier einfach machen. Sabitzer, 9 Millionen noch plus jetzt hier für Klostermann. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt nicht immer das 100% Richtige machen, aber ja, wenn unbedingt alle Clubs den jetzt hier als Tauschspieler wollen, dann werden wir das Ganze hier machen. Aber wir brauchen natürlich jetzt hier noch einen zweiten Innenverteidiger und dann gleich wahrscheinlich einen ZM-Spieler noch. Ich glaube, Tapsoba und Martinez hier noch ein bisschen zu teuer, vor allem für die Backup-Position. Bei Akanji läuft in 12 Monaten der Vertrag aus. Und nach dem Süle-Wechsel wäre das doch eine perfekte Sache. 83er Gesamtstärke macht, denke ich, mehr Sinn als die 81. Deswegen gehen wir auch hier rein. Und glaubt mir, ihr braucht gar keine Kommentare zu schreiben. Ich fühle mich jetzt schon bei dem Wechsel, bei jedem Wechsel fühle ich mich schlecht. Wir bieten hier mal 30 Millionen, das geht noch nicht auf. Also wirklich, ich brauche hier bei diesem Format keine Kommentare. Teams könnt ihr gerne noch vorschlagen, aber schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, dass der und der Wechsel komplett falsch ist. Das Gefühl brauche ich nicht zweimal haben. Was wir jetzt aber zweimal haben, ist direkt, ja, die nächsten beiden Transfers. Transfer Nummer 3 und Transfer Nummer 4 werden wir hier direkt machen. Damit haben wir jetzt hier schon 120 Millionen für Transfers ausgegeben. Ja, und eben nur 60 Millionen eingenommen. Deswegen würde ich sagen, ist hier erstmal Stopp. Auf einigen Positionen haben wir natürlich noch Bedarf, aber in dieser Saison muss es jetzt auch erstmal mit diesem ausgegebenen Geld reichen. Obwohl, Backup-Torwart-Position, da sollten wir dann doch noch was machen. Da haben wir Ulreich gehen lassen. Ja, und Ortega einfach in diesem Falle viel, viel, viel zu teuer für einen Backup-Keeper. Das ganze Gerücht ist momentan, glaube ich, auch so ein bisschen abgekühlt. Ich glaube, ich habe letztens gehört, dass Timo Horn den Verein vielleicht wechseln will. Ich weiß jetzt nicht, ob er zu einem Verein will, wo er Stammspieler sein wird. Das würde er nämlich bei Bayern München hier nicht. Aber wir wollen jetzt auch nicht über jeden Spieler hier komplett alles rausfinden. Machen wir hier direkt ein Angebot. Supercup hier übrigens gewonnen. Gladbach DFB-Pokalsieger, das kann nicht mehr passieren. So, Müller bekommt
ein Angebot von Barcelona. Normalerweise würde man das in dem Alter natürlich annehmen, aber in dem Falle haben wir gerade den Vertrag verlängert. Auch Lucas Hernandez gegen Reece James werden wir hier nicht mehr machen. Dafür aber natürlich unseren letzten Deal. Wir haben weit über eine Stunde jetzt hier für die ersten Transfers gebraucht. Ich habe schon versucht, so viel wie möglich mich reinzulesen, aber kann natürlich jetzt nicht über jeden einzelnen Spieler mir das quasi ausrechnen, wie realistisch das Ganze ist. Ich würde aber trotzdem sagen, mit der ersten Transferphase können wir zufrieden sein. Einiges haben wir verändert. Nicht, dass es ganz langweilig ist, aber ganz klar, Stammposition können wir bei dieser Mannschaft mit Transfers, die unter 100 Millionen gehen sollen, hier natürlich nicht verbessern. Aber jetzt gehen wir natürlich ganz schnell in die Saison. Wir wollen natürlich auch noch wissen, wie unsere Transfers hier so einschlagen. Dezember 2022. Wir sind momentan auf dem 6. Platz. Okay, das ist jetzt hier nicht so das, was wir erwartet haben. Leverkusen auch mit ordentlich Vorsprung hier schon Erster der Liga. Also da muss nächstes Jahr natürlich ein Transfer kommen. Ganz klare Sache. Ballon d'Or-Sieger haben wir auch nicht in der Mannschaft. Und ich habe schon so ein bisschen geahnt, aber durch die Verpflichtung von Klostermann machen wir gerade so ein bisschen das Potenzial von Frimpong hier kaputt. Ja, der hat hier leider nur 5 Einsätze gehabt. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber gut, da spielt dann halt eben der Beste. Wir sind ja hier nicht in einer STG, deswegen ist das in Ordnung. Zumindest sind alle anderen hier auf der Bank glücklich. Also Gravenberch und Musiala und Coman meine ich zum Beispiel. Auch wenn die wahrscheinlich neue Verträge haben wollen, aber das wird hier erstmal nicht passieren. DFB-Pokal sind wir doch zum Glück noch drin. Champions League gucken wir natürlich auch ganz, ganz schnell hier rein. Sind wir auch weitergekommen. Achtelfinale hier gegen Liverpool. Hinspiel ist 1:1 ausgegangen und das Rückspiel wird hier verloren. Hoffentlich haben wir aber jetzt noch ein nationales Finale und das haben wir. Und auch in der Bundesliga sieht es momentan viel, viel besser aus, aber da gegen Leipzig hier wieder verloren. Aber die letzten beiden Spiele nochmal gewonnen. Ihr seht auch das Pokalfinale hier gegen Hamburg. Wir sind also fast am Ende unserer ersten Saison hier angelangt. Wir gucken jetzt nochmal in die Bundesliga. Auf welchem Platz sind wir da gelandet? Immerhin noch auf dem 2. Leverkusen am Ende jetzt hier nicht ganz so deutlich. Aber trotzdem natürlich eine Enttäuschung. Wir haben zwar den Kader hier verschlechtert, aber Meister wollen wir natürlich trotzdem werden. Wir gucken uns auch mal die Entwicklung an. Entwicklungspläne habe ich nur bei Musiala und Frimpong gemacht. Musiala auf eine 85 gegangen. Gravenberch jetzt hier gerade nicht so zufrieden. Rechtsverteidigerposition natürlich so ein bisschen umkämpft. Oder was heißt ein bisschen, sehr umkämpft hier. Sonst natürlich auch viele Entwicklungen nach oben. Aber bei Lewandowski, Müller und Neuer natürlich nach unten. Und ich glaube, es könnten uns gleich Probleme noch erwarten. Jetzt aber natürlich erstmal das Finale hier gegen Hamburg. Holen wir den ersten Titel in diesem Video. 3 Saisons, wie gesagt, Zeit. Und jetzt schauen wir direkt rein, ob wir das Ganze jetzt hier schaffen. Und das schaffen wir auch. Sané macht den Siegtreffer. Das heißt, Titel Nummer 1 schon mal. Thomas Müller übrigens jetzt hier Top-Torjäger geworden mit 24 Toren. Ja, er wird Spieler des Turniers. Aber wo sind denn bitte seine Tore? Ja, nur 9 Tore in der Bundesliga. Das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr enttäuschend. 8 aber dafür im DFB-Pokal. Müller einfach mal komplett ausgerastet hier. Timo Horn hatte einfach mal im FIFA 90 Potenzial, war einer der besten Talente. Jetzt ist er Backup-Spieler hier beim FC Bayern München, auch nicht ganz schlecht. Da haben wir nochmal kurz den Vertrag verlängert. Ich glaube, das werden wir aber bei diesen Leuten hier nicht mehr machen. Also ich höre immer wieder, dass Bayern nicht so wirklich mit ihm plant. Hab dabei jetzt natürlich auch nicht den kompletten Überblick. Ich würde sagen, den behalten wir einfach mal als Backup. Aber ja, so viel können wir dann auch nicht bieten, würde ich sagen. 60.000 wird aber natürlich angenommen. Ja, und haben wir jetzt um gerade 0 Jahre verlängert, oder was? Ja, perfekte Sache. So, zweite Saison sollte ein bisschen schneller jetzt hier durchgehen. Wir brauchen auf der Stürmer, auf der ZOM und auf der ZM-Position so ein bisschen was. Und vielleicht müssen wir auch schon Richtung Torwart suchen. Für Stürmer und ZOM natürlich erstmal einen Backup, der dann aber in der nächsten Saison eine tragende Rolle spielen sollte. Und Florian Würz hier momentan sehr realistisch, also zukunftsmäßig. Deswegen werden wir auch hier direkt reingehen. Und ich weiß nicht, ob es so ein Angebot hier in echt geben würde. Also 15% Weiterverkaufsgebühr auf keinen Fall. Aber müssen wir in dem Falle einfach machen, sonst würden die wahrscheinlich ja 10 Millionen mehr oder so bieten oder verlangen. Und ich denke, 85, ja, das sprengt schon fast unseren Rahmen. Das ist so das Maximum, was wir eigentlich ausgeben wollen. Aber das hier auch für den absoluten Wunschspieler. Einer der größten deutschen Talente landet jetzt hier also bei Bayern München. Und ich habe mich nochmal auf der Stürmerposition umgesehen und habe gedacht, ja, David, der ist einfach viel zu teuer hier momentan, vor allem nach dem letzten Transfer, den wir hier gemacht haben. Deswegen greifen wir hier zu diesem Stürmer. Wir können den dann sogar für 35 Millionen bekommen, indem wir den noch eintauschen. Den Backup-Stürmer
Stürmer brauchen wir dann natürlich nicht mehr. Er verlangt aber auch einiges an Gehalt. 100.000 nimmt er dann noch ohne Bonus oder ohne großen Bonus hier an. Wollte davor noch für jede 10 Spiele nochmal 1 Million. Ihr seht erstmal, in der Startaufstellung hat sich natürlich nichts getan. Aber natürlich müssen wir so ein bisschen an die Zukunft denken. Und das haben wir, denke ich mal, mit diesen Transfers auch gemacht. Auch hier wieder direkt 122 Millionen ausgegeben. Deswegen, wir haben keine Einnahmen. Wir belassen es dabei. Keine weiteren Transfers. Jetzt wollen wir aber natürlich mit dieser Mannschaft hier Meister werden. So, jetzt sind wir hier schon im Dezember und Champions League mäßig bin ich mir komplett unsicher, ob wir da weitergekommen sind. Wir gucken davor erstmal auf die Bundesliga. Da sind wir auch wieder nur auf einem enttäuschenden 5. Platz. Aber ja, anders geht es einfach nicht. Wir können jetzt nicht einfach einen 90er Keeper oder so dazu kaufen. Aber wir sehen schon, 84 ist doch dann zu schwach. Da müssen wir ja spätestens im Sommer was machen. Und direkt eine weitere schlechte Nachricht. DFB-Pokal-Viertelfinale seht ihr, sind wir nicht mehr drinne. Denn wir sind hier direkt schon gegen Wolfsburg rausgeflogen. Gucken wir mal in die Champions League rein. Haben wir es da geschafft ins Achtelfinale? Und nein, wir haben es nicht geschafft. Makroka hat da natürlich 10 Tore gemacht. Kappa, nee, aber der ist mit Rom da weitergekommen. Ganz, ganz bittere Sache. Und das ist eben das Risiko an dem Format. Zumindest sehen wir hier bei Würz, dass es anscheinend aufgeht hier mit der ZRM-Position. Auch wenn wir dann natürlich jetzt hier keinen dringenden Bedarf hatten. Denn Müller hat letzte Saison ja absolut krass gescored. Aber sonst wäre Würz auch einfach zu teuer gewesen nächste Saison. Ja, ich glaube, es ist einfach die Torwartposition. Die ist einfach jetzt ein Problem. Manuel Neuer, 37 Jahre alt. Wir sehen hier Mason Mount als Ballon d'Or-Sieger. Luka Jovic hier bei Leverkusen mit 11 Toren momentan. Wir sehen auch, dass Thomas Müller weiter liefert. Vielleicht wäre es schlauer, anstatt auf die ZM- oder ZOM-Position zu gehen, eher auf die Torwartposition zu gehen. Aber ja, der Gedanke, da Neuer irgendwie abzugeben, ist immer noch nicht so gut am Start gewesen. Beziehungsweise ist es jetzt sehr, sehr schwierig zu entscheiden bei diesen drei Spielern, was wir da machen. Auf der einen Seite wollen wir den Umbruch. Auf der anderen Seite haben wir nur 3 Jahre Zeit. Ich glaube, bei Manuel Neuer, da ist erstmal die Zeit vorbei. 83er Gesamtstärke, 37 Jahre alt. Ich glaube, der wird sich nicht auf die Bank setzen. Bei Thomas Müller ist der Nachfolger schon gefunden. Aber wir können ihm ja nochmal ein weiteres Jahr hier geben. Und er nimmt sogar Rotation an. Perfekte Sache. Und mit dem Gehalt können wir jetzt hier auch noch ein bisschen runtergehen, aber nur auf 120.000. Ja, vielleicht jetzt nicht der Mega-Deal in dem Alter und so weiter. Aber das Gleiche werden wir jetzt hier auch nochmal bei Lewandowski machen. Obwohl, da warten wir vielleicht noch ab. Ja, obwohl, ein 84er Stürmer ist auch einfach zu viel Risiko. Und ich glaube, die meisten von euch wollen auch noch sehen, dass die hier ein Jahr noch bei Bayern bleiben. 230.000 werden hier angenommen. Und wir werden im Winter natürlich jetzt keinen neuen Torhüter kaufen. Also es wäre vor allem auch ein bisschen Manuel Neuer gegenüber ein bisschen blöd, wenn der jetzt in der Rückrunde einfach auf der Bank sitzt in seinem letzten halben Jahr jetzt hier bei Bayern. Aber natürlich, jetzt müssen wir wirklich um die Champions League Qualifikation hier bangen. Hoffentlich liefert Thomas Müller weiter so. Und jetzt hier Europa League. Natürlich richtig, richtig bitter. Aber ich meine, es hört sich erstmal blöd an, aber genau das wollen wir in diesem Format sehen, dass man eben nicht in der dritten Saison jetzt hier einen Bull 93er Team hat und dann die Champions League gewinnt. Also ich würde jetzt persönlich auch sagen, Bayern München Champions League gewinnen ist jetzt nicht unrealistisch. Aber ihr kennt ja die Karriere, die sieht das ein bisschen anders und auch die Ergebnisse momentan nicht so gut in der Europa League direkt hier rausgeflogen. Also viel zu schlecht wollen wir natürlich auch nicht werden. Also wir haben zweimal über 100 Millionen ausgegeben. Also es sollte trotzdem noch für die Meisterschaft hier im Normalfall reichen. Und der Schlussspurt sah auch nochmal richtig gut aus. Also Meisterschaft werden wir wahrscheinlich nicht holen. Aber ich meine natürlich die Champions League Qualifikation. Und es war doch noch knapp. Aber wir sind Dritter geworden. Brauchen wir nicht reden. Ich glaube, dass keiner von euch jetzt hier denkt, dass Bayern jetzt in diesem Jahr Dritter wird. Und ich glaube, Müller und Lewandowski nochmal zu verlängern, wird sich lohnen. 18 und 15 Tore hier gemacht. Gucken wir natürlich kurz noch in die Mannschaft rein. Die beiden gehen natürlich runter. Manuel Neuer wird jetzt hier gerade sein letztes Spiel gemacht haben. Thomas Müller hier mit den meisten Toren am Start. Florian Würz, ja fast schon, also was heißt fast, sehr, sehr enttäuschend. Ist wahrscheinlich meistens auch nur reingekommen, obwohl das eigentlich nur in der Hinrunde nur 2 Tore, 1 Vorlage, das ist schon sehr, sehr schwach für diesen Preis, den wir bezahlt haben. Und wir sehen auch direkt schon, Manuel Neuer hat seine Karriere auch hier offiziell beendet. Nübel, das hätten wir eigentlich schon im letzten Jahr machen können, den werden wir hier auf die Transferliste setzen. Und jetzt haben wir hier folgende Auswahl für die Torhüter-Position. Ich glaube, eine 82 ist deutlich zu schwach, auch eine 83. Es muss also einer von den drei Torhütern werden. Gobel bei Dortmund weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das jetzt so fühlen würde. Dieser Torwart ist einfach viel zu, viel zu teuer. Also viel, viel, viel zu teuer. Bei dem läuft der Vertrag nur noch 12 Monate. Deswegen würde ich sagen, ist das die perfekte Sache hier. Und wir können hier sogar Nübel direkt mit ranbieten. Das ist doch einfach perfekt. Und ich denke, damit haben wir dann einen guten Deal hier gemacht. Torwartposition sieht also wieder richtig gut aus. Hat vor allem natürlich noch ein bisschen Potenzial. Ihr seht auch direkt hier schon gute Arbeit. Ich würde auch sagen, bei der Rechtsverteidigerposition haben wir dann auch alles richtig gemacht. Und ich glaube, wirklich verstärken können wir diese
dieser Mannschaft nicht mehr. Obwohl, auf der ZM-Position holen wir hier nochmal einen freien Spieler, 76er Gesamtstärke. Jetzt will Leipzig einfach Lewandowski haben. Auch Goretzka bekommt hier nochmal ein Angebot von City. Upamecano auch noch mit einem Angebot, aber wir werden keins davon annehmen. Wir sind zufrieden mit der Mannschaft. Wir gehen jetzt hier direkt in die letzte Saison rein. Wir sehen auch hier schon im Pokal was eine ganz, ganz knappe Nummer. Sind aber im Elfmeterschießen weitergekommen. Sind wir das auch in der Champions League? Ja, wieder Liverpool da, der Gegner. Bundesliga wollen wir uns natürlich jetzt hier auch noch angucken. Und da sind wir auf dem ersten Platz. Wir müssen natürlich das ganze Ding hier als Meister beenden. Das ist doch eine ganz klare Sache. Auch wenn Müller und Lewandowski jetzt hier nicht mehr am Start sind oder nicht mehr so gut am Start sind. Aber genau dafür haben wir diese beiden Spieler hier noch geholt. Wir sehen hier auch einen Bellingham, der in die Premier League wechselt zu Tottenham einfach mal. Ich kann euch ja allgemein hier mal die Top-Transfers zeigen. Aber gut, wir wollen uns ja eigentlich schon eher auf uns konzentrieren. Mbappé wird Ballon d'Or-Sieger. Das glaube ich auch nicht so ganz unrealistisch in Zukunft. Lewandowski und Sané hier noch mit den meisten Toren für uns. Torwart Nagel leicht noch die 87er Gesamtstärke. Aber Hauptsache natürlich, dass wir jetzt in der letzten Rückrunde jetzt hier noch Titel holen. Ich denke, ich habe mein Bestes hier gegeben und die Jungs geben auch im Pokal das Beste. Die sind da jetzt einfach mal eine Runde weiter. Champions League sieht auch sehr, sehr gut aus mit einem 3:0 gegen Liverpool. Nachdem ja in der letzten Saison so ein bisschen der Umbruch kam, könnte es jetzt in dieser Saison komplett richtig in die richtige Richtung laufen. Komm, wir wollen das perfekte Ende jetzt haben. Sowas ist einfach viel, viel anstrengender als eine SDG. Wir sehen jetzt hier Viertelfinale gegen Atletico Madrid und auch noch Halbfinale gegen Hertha. Wir schauen mal direkt ins Rückspiel. Hinspiel gegen Atletico Madrid schon mal unentschieden, gegen Hertha auch einmal verloren, aber es war noch nicht das Pokal-Halbfinale. Jetzt müssen wir natürlich hier die beiden austauschen, den neuen Stürmer rein und natürlich auch den neuen ZOM. Neuer Torwart ist sowieso da und jetzt hoffen wir, dass wir ins Halbfinale der Champions League jetzt kommen, aber Joao Felix macht einen Doppelpack und schießt uns hier leider raus. Jetzt die komplette Hoffnung auf die Bundesliga und natürlich noch auf den zweiten Pokalgewinn. Wir kommen hier im Elfmeterschießen weiter. Finale hier gegen Bayer Leverkusen. Ja, und was ist das denn jetzt hier für ein Saisonfinale? Dreimal unentschieden. Sogar viermal. Ja, ich weiß nicht, ob man so jetzt Meister werden kann. Wir schauen uns zum Abschluss erstmal noch die Mannschaft an. Ich würde sagen, den Mega-Umbruch, den haben wir so einigermaßen gut hinbekommen. Hier einen 86er Stürmer und einen 88er ZOM. Ohne 100 Millionen dafür auszugeben, ist das, denke ich mal, eine gute Sache. Und ja, der Stürmer funktioniert ja auch. 16 Tore gemacht. Wird es auch nochmal 13 Tore. Also ich würde sagen, mannschaftsmäßig können wir zufrieden sein, aber natürlich nicht mit dem Ergebnis. In der Champions League zum Beispiel in 3 Jahren da einfach nicht mal ins Halbfinale gekommen. So, DFB-Pokal, da können wir zufrieden sein. Und mit der Bundesliga jetzt hier in der letzten Saison auch nochmal nur eine einzige Niederlage. Kein Plan, wie wir dann in den letzten 4 Spielen nochmal 4-mal unentschieden spielen konnten. Aber gut, da war es dann ja auch egal. Gut, dass wir da die Meisterschaft nochmal gewonnen haben. Ich glaube, Bayern-Fans wären da sonst sehr getriggert gewesen. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich ein paar falsche Entscheidungen hier vielleicht getroffen habe. Ich mache das nach bestem Gewissen, nach Transfergerüchten und so weiter. Sehr schwieriges Format. Man kann nicht jeden glücklich machen. Jetzt wollen wir aber natürlich jetzt hier zum Abschluss nochmal das Double holen. DFB-Pokal. Kimmich hier gerade sehr unglücklich. Aber dagegen können wir nichts tun. Wir gucken direkt rein hier in das letzte Spiel dieses Videos. Und das verlieren wir hier leider. Ein bitterer Abschluss. Klickt euch jetzt ganz, ganz schnell zum nächsten Video. Danke für jeden Support und bis gleich.